loslegen. Herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, zur Saisoneröffnungs-PK hier auf der Logenebene der Mannheimer SAP Arena. Der Startschuss ist gefallen, das kann man zum Glück endlich behaupten. Seit heute bereiten sich die Adler auf die neue Saison vor, die, wie Sie alle wissen, am 14. September mit dem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG beginnt. Und man muss ganz klar sagen, in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich natürlich einiges getan bei den Adlern, und darüber werden wir heute unter anderem natürlich auch mit Ihnen sprechen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen heute einmal Daniel Hopp, Matthias Binder, Sportmanager Jan-Axel Alavara und natürlich unser Headcoach Pavel Groß zur Verfügung. Und dann fangen wir auch gleich an. Daniel, du hast im Dezember letzten Jahres einen Neuanfang ausgerufen und diesen Prozess in den vergangenen Monaten auch begleitet. Wie fällt denn dein Fazit bislang aus? Ja, Adrian, vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Guten Tag, ist natürlich unglaublich. Wirklich viel passiert in den letzten Wochen und Monaten hier rund um die Adler. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass es jetzt dann auch losgeht mit der Saison, mit dem Eistraining heute, dass man so ein bisschen auch die Früchte oder die Ergebnisse der Aktionen und der Entscheidungen der letzten Monate auch sehen kann. Man sieht, dass sich die Zeit, die man investiert hat, die durchaus vielen Reisen, ob mit dem Auto, mit dem Flieger, wo wir überall waren, dass sich das auch gelohnt hat. Ich möchte mich auch an der Stelle nochmal ganz explizit bei Markus Kuhl bedanken, der mich wie alle oder uns alle einfach gerade was den Ablauf der vergangenen Saison anbetrifft, unglaublich unterstützt hat und auch in der Neuausrichtung des Clubs, glaube ich, wirklich da ein großes Dankeschön irgendwo wert, und das möchte ich auch mal öffentlich machen. Ja, ich glaube, es ist ja hinreichend bekannt, wird viel darüber gesprochen. Es ist, glaube ich, der größte Umbruch, den wir in der Clubgeschichte irgendwo eingeleitet haben, mit vielen neuen handelnden Personen auf dem Eis, aber natürlich auch neben dem Eis, neues Management-Team, auch im Coaching-Staff sich natürlich sehr, sehr vieles verändert. Und deshalb ist die Vorfreude auf die neue Saison jetzt wirklich sehr, sehr groß, weil man mit ganz neuem Elan, mit neuem Power in die Zukunft schauen kann. Ich glaube, dass wir, und das kann ich versichern, dass wir als verschworene Einheit auftreten werden, dass wir als verschworene Einheit durch die Saison und durch die Zukunft gehen werden, gemeinsam Entscheidungen treffen und den eingeschlagenen Weg aus den letzten Monaten auch mit aller Konsequenz vorangehen und weitergehen. Wir sind natürlich auf der anderen Seite auch nicht blauäugig und denken, dass von heute auf morgen sich alles ändert, aber ich glaube, dass wir uns A, die Zeit geben und B, aber den eingeschlagenen Weg, wie gesagt, mit großer Konsequenz und hochkonzentriert auch weiterhin angehen werden. Es ist der Beginn von einem neu eingeschlagenen Weg, und ich glaube, allen Beteiligten und wir alle wissen, dass uns nichts geschenkt wird. Nichts kommt von alleine, sondern wir müssen hart arbeiten, und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur auf dem Eis, das ist sicherlich dann auch ein Thema, aber dann kann die sportliche Leitung eher was zu sagen, sondern in allen anderen Bereichen rund um den Club. Und dieser Neuanfang ist eben auch nicht nur das Sportliche, sondern auch das Ganze drumherum, wo wir uns viele Sachen einfach auch verändert haben. Und das ist einfach schön, jetzt das Ergebnis zu sehen, und das ist spannend, das wird eine spannende Saison. Wir sind aber wirklich sehr positiv Mutes, positiv gestimmt, und werden dann ja die nächsten Schritte mit der angekündigten Konsequenz auch weiterhin vorangehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel, für den Moment. Dann übergebe ich jetzt das Wort an Matthias Binder, der uns ein paar Worte zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mitteilen wird. Ja, herzliches Willkommen auch erstmal von meiner Seite zur neuen Saison. Der Daniel hat es angesprochen, also ich glaube, selten war ein Umbruch größer. Was eine Konstante ist, wo ich auch heute dran festhalten werde, ist auch bekannt mittlerweile. Ich fange mal bei dem Thema Etat und wirtschaftliche Zahlen an. Wir werden unsere wirtschaftlichen Zahlen da veröffentlichen, wo wir diese müssen. Und weiteres werden wir in diesem Rahmen nicht bekannt geben, was eine Konstante ist, dass wir wieder kalkulieren mit einem Schnitt von 10.500 zahlenden Zuschauern.
Der ein oder andere, der in die Statistik geschaut hat, wird gemerkt haben, dass wir diese Zahl letztes Jahr in der Vorrunde nicht erreicht haben. Da waren wir knapp unter 10.200 Zuschauer. Wir haben diesen Schnitt eigentlich erst erreicht mit den 4 Playoff-Spielen. Unser Ziel muss es sein, 10.500 zahlende Gäste hier auch in der Vorrunde in die Arena zu ziehen. Und da sind wir guten Mutes, dass wir das schaffen. Der Daniel hat es angesprochen, wir haben Investitionen gemacht, nicht nur in die Umstrukturierung des Kaders, sondern auch in die Neuausrichtung, was die Verbindung anbetrifft, Jungadler oder alter und neuer Kooperationspartner Heilbronner Falken. Wir haben uns wesentlich breiter aufgestellt, was das Athletikteam betrifft. Wir haben uns breiter aufgestellt, was das Trainerteam betrifft. Wir haben uns breiter aufgestellt, was die Spielerentwicklung betrifft, was die Torhüterentwicklung betrifft. Also wir haben eigentlich alles Konsequenzen gezogen daraus aus den Erkenntnissen der Vergangenheit, um uns in diesen Bereichen zu verstärken. Das waren sehr große Investitionen, aber wir sind davon überzeugt, dass es Früchte tragen wird über kurz oder lang. Damit einhergehend haben wir natürlich auch Investitionen gemacht in die Infrastruktur rund um die Mannschaft. Dies spiegelt sich in einer nagelneuen Kabine wider, die nicht für den Pavel Groß gebaut worden ist, sondern die für die Adler Mannheim gebaut worden ist. Einfach und allein, um dem Rechnung zu tragen, dass wir erstens einen größeren Kader haben, zweitens einen größeren Staff, um einfach funktionell die Dinge abbilden zu können in unserer Kabine, was State of the Art ist, ob das ein Videoraum ist, ob das ein größerer Physioraum ist, ob das, wie gesagt, einfach funktionell, dass die Kabine funktioniert. Und darüber hinaus war die alte Kabine, ist die zwischenzeitlich immer mal punktuell neu gestaltet worden, aber nie so ganz. Wir waren jetzt, der Boden war alt, wir haben einfach beschlossen, bevor wir jetzt noch einmal irgendwo anstückeln, diese Kabine ganz neu zu gestalten. Des Weiteren haben wir investiert in die medizinische Abteilung, in neue Geräte, was die Spieler betrifft, zur besseren Erholung der Spieler und. Auch nicht zuletzt haben wir investiert in Equipment und Software, was die Trainingssteuerung und die Spielanalyse betrifft. Ringsherum haben wir einfach das Paket, was den sportlichen Bereich ausgebaut, und da sind viele, viele Investitionen hingelaufen. Was an diesem Termin heute auch immer für Sie sehr wichtig ist und für uns alle gemeinsam auch, ist die Dauerkartenanzahl. Da stehen wir ziemlich genau am heutigen Tage bei 6.600 Dauerkarten. Das ist wieder ein sehr, sehr beachtlicher Wert. Sie alle wissen, dass wir letztes Jahr bei 7.000 waren. Also wir haben diese Zahl keineswegs aus den Augen verloren, sondern die Erfahrung zeigt uns, dass es bis zum Saisonstart, dass genau diese Lücke letztes Jahr eigentlich auch von dem Zeitpunkt an noch geschlossen werden konnte, sodass wir frohen Mutes sind, diese magische 7.000er Grenze auch dieses Jahr erreichen zu können. Und ich denke, das ist wie jedes Jahr, es ist die absolute Benchmark in der deutschen Eishockey-Liga. Und da sind wir sehr stolz, dass da alle mitgezogen haben. Ich habe es angesprochen, die größten Veränderungen waren natürlich rings um die Mannschaft, aber auch generell im Verein haben wir uns umstrukturiert, haben auch in anderen Bereichen neue Impulse gesetzt. Sie haben es in der Stadt sicher mitbekommen mit unserer neuen Marketing-Kampagne, wo wir sehr selbstbewusst, auch mit einem kleinen Augenzwinkern, weggegangen sind von einer reinen Visualisierung, sondern wir haben da mit Inhalten und Botschaften gearbeitet, wie mit den Slogans: ab September ist die Welt wieder eine Scheibe oder ab September hat Sport wieder Drittel, und so werden wir das auch bis zum Saisonstart mit weiteren Slogans fortführen. Und am Freitag hat sich dieses auch wieder gespiegelt in einem neuen Trikotdesign. Sind wir sehr glücklich darüber, dass sich praktisch dieser Aufbruch auch durch den gesamten Club zieht und nicht nur auf die sportlichen Aktivitäten begrenzt ist. Noch zwei Anmerkungen von meiner Seite, was Spielplan betrifft. Der ist auch längst bekannt, aber ich denke, wir haben wieder einen attraktiven Spielplan für unseren Club hinbekommen. Sie haben es sicher verfolgt, wo wir ziemlich große und die wichtigen, wichtig sind alle Spiele, aber dass wir tolle Spiele auch freitags haben. Wir haben viele, viele Freitags mit hochkarätigen Begegnungen, was unser Hauptspieltag ist, und der stimmt uns auch guten Mutes, dass wir wieder auf diese 10.500 Zuschauer kommen. Wir haben wieder am 23.12. unser Spiel der Herzen bekommen, spielen am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings und haben dann leider auch, ist aber so verpflichtend, diesen einen Donnerstag bekommen, wo wir im Januar gegen die Eisbären Berlin spielen werden. Aber alles in allem
sind wir mit dem Spielplan sehr zufrieden und wir werden auch den Spielplan wieder mit unserer Marketing- und Vertriebsabteilung wieder Familientage zuführen, Studententage, wie sie das gewohnt sind, wenn wir rund um den Spielplan in den nächsten Wochen und Monaten dann mit den Bekanntgebungen an Sie herantreten. Lassen Sie mich noch was in eigener Sache sagen. Wir haben es alle angesprochen, der Umbruch war groß, aber es ist ein unheimlich gutes Gefühl. Nicht nur, dass alle hier im Club, ob das die Spieler sind, ob das die Mitarbeiter sind, hinter diesem Projekt stehen, so ist zumindest unsere Wahrnehmung, sondern auch die Fans und die Partner und die Sponsoren, so haben wir zumindest das Gefühl, voll hinter unseren Aktivitäten stehen. Und damit können wir, denke ich, frohen Mutes in die neue Saison gehen, mit dem kleinen Hinweis, dass wir doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Geduld brauchen, damit alle Maßnahmen greifen. Ich wünsche uns gemeinsam eine erfolgreiche und tolle Saison. Vielen Dank, Matthias. Ja, wie Sie alle wissen, kam in den letzten zwei Wochen auch die Fitness unserer Jungs auf den Prüfstand. An dieser Stelle die Frage an unseren Sportmanager Axel: Liegen denn schon Ergebnisse vor? Und wenn ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Fitnesszustand der Jungs? Ja, wir haben die Tests in Hoffenheim und Heidelberg gemacht, die letzten zwei Wochen. Ja, wir haben angefangen mit dem deutschen Test und letzte Woche hat alle Ausländer die auch gemacht. Die sind okay, ein bisschen, wir haben keine schlechten Werte, aber es gibt immer noch Luft nach oben. Wollen wir eine Top-Mannschaft sein, 60 Minuten hart laufen, zwei-, dreimal pro Woche, dann muss man gute Werte haben. Und ob wir wissen, wie wir hinkriegen, wir haben gute Fitness-Coaches, Condition-Coaches, wir haben Physios, das genau guckt auf alle die Ergebnisse, zusammen mit Hoffenheim. Und ich wollte auch ein viel Lob an Hoffenheim und Heidelberg geben. Die haben uns sehr geholfen mit den Ergebnissen und Testen. So wir wissen, was wir machen und wir wissen, dass wir müssen hart arbeiten, dahin zu kriegen. Vielen Dank, Axel, für den Moment. Pavel, heute haben es eingangs erwähnt, ist der Startschuss gefallen für die neue Saison. Ihr habt jetzt 6 Wochen Zeit, die Mannschaft auf diese lange Spielzeit vorzubereiten. Wie geht ihr diese Vorbereitung an? Habt ihr da, oder wie sieht der Plan aus? Ja, erstmal nicht so lange hier, da haben wir uns auch schon gesehen. Und jetzt stehen wir an dem Montag hier nach dem ersten Training. Ja, für mich persönlich war das natürlich auch ein langes Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben mit Axel auch schon mit Pelle geredet. Endlich mal könnte es wieder losgehen. Nach dem ersten Training, klar, da kann man nicht so viel sagen. Das sind 25 Leute auf dem Eis plus 3 Goalies. Man ist froh, dass die Eisfläche irgendwann mal das durchhält, weil bei den Temperaturen da draußen, das ist schon eine Kunst, irgendwie auch die Eisfläche richtig kalt zu halten. Aber klar, wir werden gucken. Die Jungs, die sind auch natürlich voller Erwartungen. Die Jungs wissen nicht, was die neuen Coaches natürlich aufs Eis bringen. Es sind ein paar neue Spieler auch dabei, aber wir werden die Leute nicht töten, auch den Meister wissen wir. Aber wir werden uns richtig gut vorbereiten auf die Saison. Das wird eine schwere Saison, das wissen wir auch, aber eine gute Saison wird das sein. Und wir hoffen, dass es auch eine lange Saison sein wird. Und deswegen wollen wir auch bereit sein für diese Saison, auch auf die anderen Gegner, weil die anderen Gegner, die werden auch bereit sein. Weil wir wissen auch, die Konkurrenz hat gute Mannschaften, aber wir haben auch gute Mannschaften. Wir brauchen uns gar nicht zu verstecken. Wir müssen einfach mal gucken, dass die diese Material, das wir da haben, dass wir eine homogene Truppe eigentlich aufs Eis bringen. Das ist das, was uns interessiert. Einfach, dass Axel hat das mehrmals auch gesagt, dass wir als Mannschaft auftreten. Das ist auch, was wir wollen. Wir brauchen gar keine Top-Stars eigentlich auf dem Eis, 2, 3 Stück, die werden vielleicht einmal oder zweimal das Spiel gewinnen, aber wir gehen davon aus, dass unsere Star die Mannschaft sein wird und da wollen wir auch hingehen. Und wir werden viel laufen, wir werden viel trainieren, wir werden sehr viel an unserem System auch arbeiten. Wir haben einen Plan, wir haben unsere Strategie, das wissen wir. Wir wissen ganz genau, wie wir diese sechs Wochen, wie wir die gestalten, was wir da sehen wollen von den Jungs und wie wir uns da entwickeln. Und das ist das Einzige, was zählt. Vielen Dank, Pavel. So viel von unserer Seite, dann dürfen wir jetzt Ihre Fragen stellen. Bitte kurzes Handzeichen.
gedauert hat. Pavel, hallo. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Eisfläche einiges aushalten muss. Heute waren 28 Leute auf dem Eis, 3 haben noch gefehlt. Wie lange werdet ihr erstmal mit dieser Mannschaft so zusammenarbeiten und wann wird es vielleicht den ersten Cut geben? Auf jeden Fall die ersten 2 Wochen bis zu dem ersten Spiel. Also wir spielen am Freitag in der Schweiz und bis dahin werden wir ziemlich viele Leute auf dem Eis haben. Rainer? Der Treul und der Marcel Kolt haben ja heute gefehlt. Muss man schon beide jetzt für längere Zeit Sorgen machen oder sind es Maßnahmen, die mehr zur Vorsicht dienen? Das sowohl als auch, weil Dennis, wie auch bekannt wurde, glaube ich, wurde vor, weiß nicht, sind das mittlerweile 5 Wochen oder 4-5 Wochen, glaube ich, wurde operiert und nochmal wieder operiert am Fuß und da müssen wir sehr, sehr sorgfältig eigentlich anfangen und starten, da müssen wir clever sein, weil das ist, weiß ich nicht, in den 4-5 Monaten die dritte Operation, die gleiche Stelle. Also da müssen wir auch clever sein, dass der Dennis, der war zum Beispiel schon vor unserem Training, war der auf dem Eis. Ja? Und der startet ganz langsam, 20, 25 Minuten. Wenn es läuft, dann macht er vielleicht 40, 45 nächste Woche und irgendwann mal ist er auch bei der Mannschaft dabei. Aber jetzt sofort aufs Eis zu gehen mit uns in diesem Umfang und noch mit den Fitnesscoaches, das wäre nicht clever. Und bei Marcel ist es so, der hat auch eine kleine, leichte Verletzung, ist nicht so schlimm, aber er ist krank geworden. Von daher, der wird, glaube ich, wegen Grippe 3 Tage, mindestens 3 Tage fehlen. Ja. Und Herr Groß, aus den ganzen Neuzugängen, wie wollen Sie dann eine geschlossene Mannschaftsform? Haben Sie da eine Strategie oder lassen Sie einfach mal alle miteinander aufeinanderprallen? Wie funktioniert das bei Ihnen? Ja, wir werden darüber eigentlich jeden Tag reden, auf jeden Fall. Und wir haben auch eine fantastische Möglichkeit, jetzt in die Schweiz zu fahren, wo wir 10 Tage zusammen sind. Und das ist immer für mich ein gutes Zeichen da, dem Jungs auch zu sagen oder auch zeigen, okay, jetzt ist die Zeit, wo wir die Mannschaft auch zusammenschweißen können. Und das werden die auch machen. Die werden auch ein paar schöne Momente zusammen verbringen, das weiß ich auch. Genauso mit den Familien da, das ist, liegt uns sehr viel am Herzen, weil es ist nicht nur diese Familie, die wir da in der Kabine haben und in der Organisation haben, das ist auch die Familie inklusive Frauen, Kinder und den Freundinnen. Und ja, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, von meiner Seite, ich glaube an diese Mannschaft und an diese Mannschaft auch zusammen mit den Frauen, und weil die gehören dazu. Wenn du eine Frau hast, die zufrieden ist, ist auch der Spieler zufrieden und dann kann der auch natürlich Eishockey spielen. Also es ist auch die Möglichkeit, die wir von der Führung bekommen haben, dass die Frauen und Freundinnen da hinkommen können, dürfen. Das ist eine geniale Sache, sind wir auch dankbar dafür und da fängt dann schon auch die Zusammenstellung der Mannschaft und das, was wir sehen wollen, das fängt da an. Aber die Kapitänsfrage, ist das für dich überhaupt eine Frage, eine Sache, die du entscheiden oder bestimmen willst nach einer Ablauf der Zeit, oder kann man davon ausgehen, dass alles so bleibt? Früher oder später werden wir diese Sache auch entscheiden, ja. Nicht nur in der Kapitänfrage, aber auch die Assistenten auf jeden Fall, ja. Man hat ja heute nach dem offiziellen Teil schon gesehen, dass noch 3-4 jüngere Spieler und die Goalies mit allen Trainern auf dem Feld, auf dem Eis waren. Habt ihr während der laufenden Saison auch vor, einen bestimmten Nachmittag oder eine bestimmte Zeit für so ein Arc-12-Out zu nutzen, um jüngere Spieler zu fördern, so wie es früher in der Checkboard schon mal hier üblich war? Ja, auf jeden Fall. Also wenn der Spielplan es erlaubt und wir spielen zum Beispiel am Freitag und Sonntag, haben die Jungs normalerweise am Montag immer einen Tag frei. Okay, das ist egal, ob man verliert oder gewinnt. Aber am Dienstag wollen wir immer eine kurze Trainingseinheit, 45, 60 Minuten, mit den Torleuten einfach aufs Eis gehen und mit den jungen Spielern. Auf jeden Fall. Und da wollen wir noch ein bisschen über ganz, ganz locker eigentlich über ein paar Sachen gehen. Da hat man natürlich auch die Zeit, verschiedene Sachen auch anzusprechen. Wir werden auch mit Video viel arbeiten. Die Development Coaches, die werden mit denen auch sehr viel arbeiten. Wir haben auch Goalie Coaches hier. Also das sind so mehr, um die Spieler weiterzuentwickeln. Wir werden mehrere Leute auf dem Eis auch sehen. Aber nicht nur junge Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich schon nicht sagen. Ja,
Ja. Pavel, bei diesem Rückblick auf 20 Jahre Deutsche Eishockey-Liga bei Servus TV war das noch, hast du mal erzählt, wie toll das damals war in den 90er Jahren in Mannheim, dass ihr so einen großen Konkurrenzkampf hattet, dass zum Beispiel Rob Simella und Mario Gehrig haben sich in einer Trainingseinheit geprügelt und danach haben sie sich aber wieder umarmt und weitergemacht. Ist das so eine Art, wenn das vielleicht auch vielleicht ein extremes Beispiel ist, der Konkurrenzkampf, den du dir schon diesen Kader, der auf dem Papier steht, wünschst? Ich wünsche mir auf jeden Fall einen Konkurrenzkampf. Das ist schon, wie man sieht, wie man die Mannschaft zusammengestellt hat. Wir haben 14 Stürmer, wir haben 3 Torhüter, wir haben 9 Verteidiger, plus die jungen Spieler, auch Heilbronn. Wir müssen uns natürlich nicht während des Trainings unbedingt prügeln oder irgendwie uns auf die Schnauze hauen, überhaupt nicht. Aber gesunde Konkurrenz, muss ich sagen, mag ich auf jeden Fall. Es pusht einen nach vorne, ja, wenn ein Italiener ein Restaurant irgendwo an einer Straße 20 Jahre betreibt und dann wird irgendwann mal bequem, aber wenn ein nächster Italiener kommt neben ihm, dann natürlich die Konkurrenz belebt das Geschäft, das wissen wir ja auch. Und jetzt haben wir so viele Stürmer oder so viele Spieler im Kader, ist auch gut so. Ich mag Konkurrenz sehr, sehr sogar. Und wir haben nochmal, wir haben eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Und diese gute Mannschaft irgendwie 10% dadurch mehr pushen und mehr bekommen, dann ist die Mannschaft einfach der Gewinner und das ist das, was wir sehen wollen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Daniel, du hast ja schon angedeutet, auch mit Verweis auf Markus Kuhl. Also Markus Eichenschmidt hat es heute erzählt, dass er schon lange vor der Weltmeisterschaft Kontakte zu Mannheim hatte. Mit Ben Smith ist bekannt, dass er auch schon lange an der Angel hatte. Ihr wart ja absolut handlungsfähig auch in der Phase, als es keinen offiziellen Sportmanager gab. Wie weit war Jan Axel da auch schon in die Geschäfte mit involviert? Also Jan Axel und ich, wir hatten das erste Mal, war das noch in 2017 oder Anfang 2018? Anfang 2018 erste Mal Kontakt und als ich dann, sagen wir mal, herausgestellt hat oder als man gemerkt hat, es geht in eine Richtung, dass wir zusammenfinden werden, dann waren natürlich die Schritte abgestimmt, ganz klar. Ich meine, das ist auch in so einer Interimsphase notwendig und wichtig ist, mit den deutschen Spielern in Nordamerika irgendwo Kontakt zu halten. Das ist ja selbstverständlich, sage ich mal. Die Entscheidung, den Spieler dann zu verpflichten, die ist ja dann etwas später gefallen, beziehungsweise der Spieler hat sich auch später entschieden, aber das war natürlich zweifelsohne mit Axel und natürlich auch mit den Coaches, mit Pavel und Mike, natürlich intensiv abgestimmt. Ja. Ja. Daniel, wie groß war der Faktor Pavel Groß bei diesen Gesprächen schon? Damals war ja schon klar, dass der Pavel die Arbeit übernehmen muss. Der war natürlich groß, gar keine Frage. Der Faktor Groß war groß. Und natürlich haben auch direkte Gespräche zwischen dem Spieler oder den Spielern und dem Coaching-Staff stattgefunden. Das ist ja auch absolut notwendig und wichtig. Aber wie gesagt, für uns war es eben in dieser Phase auch wichtig, eben die Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, sagen wir mal den Spielern gegenüber, die natürlich auch gefragt haben, ja, wie sieht es denn aus und wie stellt ihr euch in Zukunft auf? Und ich glaube, da konnten wir immer ganz überzeugende Antworten zu den Fragen geben und dann eben die Entscheidung dann letztlich zu den Coaches und dann in Verbindung mit Axel dann zu bringen und haben dann zusammen entschieden, dass wir den Weg gehen, jetzt als Beispiel bei Markus Eisenschmidt. Ja. Auf- und Abstieg kehrt ja in die DEL zurück. Wie wichtig ist das für die Liga? Wie stehen Sie dazu? Ich glaube, wir waren als Club schon immer grundsätzlich dafür, dass man sich annähert, dass man auch der DL2 eine sportliche Perspektive liefert und dass der sportliche Auf- und Abstieg einfach irgendwo zum deutschen Sport dazugehört. Es sind viele Rahmenbedingungen, die man einfach beachten muss. Deshalb ist es einfach nicht so einfach zu sagen, wir machen das jetzt von heute auf morgen und ohne jegliche Bestimmungen, sage ich mal. Aber ich freue mich und bin wirklich, habe da auch intern einige Überzeugungen versucht, mit Überzeugungsarbeit zu leisten seitens des Aufsichtsrats in der Liga und bin froh und stolz und glaube, dass wir da einen guten Schritt fürs deutsche Eishockey und generell getan haben. Das
wir diese Verzahnung jetzt hinbekommen. In Ergänzung dazu kannst du schon ein bisschen was andeuten, was in die Richtung geht, Anzahl der Absteiger, wovon ich jetzt einfach einem ausgehe, oder die Richtung Playdowns, oder gilt sozusagen der letzte Tabellenversand der Regular Season? Gibt's da schon, kann man da schon weiter was verraten? Also das geht in die Richtung, dass der Letzte absteigt und der Meister aufsteigt. Sofern dann eben mit den Stadionpunkten, den Bürgschaften und alles das sauber hinterlegt ist. Aber wenn dem so ist, dann ist das der angedachte Modus. Keine Playdowns. Christian? Ja, Daniel, ja, du hast es gesagt, sehr viel investiert in die Mannschaft, in die Infrastruktur. Wann ist die kommende Saison aus deiner Sicht eine erfolgreiche? Wenn wir die ersten Schritte gehen und wenn die Entwicklung stimmt, und da bin ich absolut überzeugt davon, dass wir uns so aufgestellt haben, dass vieles möglich ist, dass wir diesen Turnaround, den wir eingeleitet haben, dass wir den konsequent fortsetzen und dass sich die Mannschaft über die Monate hin auch entwickeln wird. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, an der Stelle jetzt irgendwelche konkreten Saisonziele abzugeben. Dass wir nicht sagen können, wir wollen unter die ersten 10 und hoffen, in die Pre-Playoffs zu kommen. Natürlich wollen wir in die Playoffs kommen, natürlich wollen wir uns auch direkt qualifizieren. Aber die letzte Saison oder die letzten Jahre haben gezeigt, wie wenig es dann auch planbar ist, gerade in den Playoffs. So viele Faktoren, die davon abhängen, wie erfolgreich man ist. Aber natürlich wollen wir uns, glaube ich, alle, die wir hier vorne sitzen, eine gute Ausgangslage durch die Hauptrunde erarbeiten. Ja, eine Frage habe ich noch. Jan Axel, du hast ja auch unter Pavel gespielt. Kannst du erstens sagen, wie es für dich war, unter Pavel Groß zu trainieren, zu spielen? Und wie sich eure Beziehung seitdem und auch vielleicht auch schon vorher, ich weiß nicht, ob ihr euch schon vorher kanntet, entwickelt habt? Nee, wir sind gleichzeitig zum Wolfsburg gekommen. Wir waren 07. Und dann haben wir 3 Jahre in Wolfsburg zusammengearbeitet. Erst war Pavel Co-Trainer und dann war er Head Coach. Pavel ist sehr strukturiert. Der macht, wenn gut ist, dann weiß man, dass es gut. Wenn es besser kann sein, dann weiß man es auch. Und das macht es einfach für den Spieler. Die wissen genau, welche Rolle die sollen machen. Und das macht es, wie gesagt, einfach für die Spieler. Und ich bin genau auf die gleiche Meinung, wie man baut eine Mannschaft. Und wir haben zusammen geredet, nicht jede Woche, aber Mike und Pavel waren zum Schweden zum Besuch vor 3, 4, 5 Jahren. Und da haben wir haben geredet über die Saison und wie läuft. Und wir sind gute Freunde seitdem gewesen. Nochmal an Herrn Lopp. Wie sehr wurde das finanzielle Engagement bei den Adlern erhöht? Und was versprechen Sie sich davon? Also, wir haben ja schon gesagt, dass wir konkrete Zahlen nicht nennen werden. So ein Umbruch und so eine Neuausrichtung, das geht A nicht von heute auf morgen und B auch nicht zum Nulltarif. Wenn man Kaderstrukturen verändert, wenn man Personal auswechselt, Dann geht es damit einher, aber es war für mich ein alternativloser Schritt und ich bin sehr froh, dass wir in der Konsequenz gegangen sind und sind überzeugt davon, dass wir die Rendite in dem Fall im sportlichen Bereich auch, dass die sich einstellen wird und dass wir auf dem richtigen Weg sind mit der Ausrichtung von unserem Club. Noch weitere Fragen? Dann noch an dieser Stelle der Hinweis, Sie können jetzt natürlich auch noch Einzelinterviews führen mit den Gesprächspartnern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Montag und eine angenehme Restwoche. Bis bald.